So, jetzt musste ich erstmal ein bisschen die Musik leiser stellen auf meinen Ohren. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch relativ gut. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Ein bisschen etwas anderes wie sonst immer. Ja, wie ihr hier an diesem lila Launedrachen, wie man ihn immer gern genannt hat, sehen könnt, wir spielen Spyro, die Neuauflage, die frisch rausgekommen ist, mit allen drei Spielen, die damals für die PlayStation 1 rausgekommen sind. Ich glaube, die allerbesten, die von Spyro je rausgekommen sind, wollen wir mal ehrlich sein. Und ja, ich wollte mir die auf jeden Fall kaufen, diese Neuauflage, und bin jetzt schon sehr gespannt. Ich, ja, ich fühle mich gerade wieder wie ein Kind. Ich habe diese Spiele früher geliebt. Ich habe sie so oft gespielt und tatsächlich würde ich mir, glaube ich, nochmal eine PlayStation 1 holen, nur wegen Spyro. Und ja, ich hatte ja, bevor ich das jetzt hier aufnehme, gefragt, ob ihr das denn auf dem Kanal sehen wollt. Gerade weil es halt etwas anderes ist wie sonst immer, ne? Weil sonst immer ist es ja mehr so Horror und so, ne? Und ich habe halt gesagt, das wäre halt mal eine ganz schöne Abwechslung zu den anderen Spielen. Und ich habe nicht wirklich viel Feedback bekommen. Ich glaube, ich habe einen Kommentar dazu bekommen, dass ich es gerne spielen kann. Und ja, ich werde jetzt heute mal so verbleiben. Ich werde jetzt vielleicht mal so eine gute Stunde oder so aufnehmen und das als einen etwas längeren Part hochladen. Und ihr könnt ja entscheiden, ob ihr das sehen möchtet weiter oder nicht. Ja, ich gehe da eigentlich jetzt mehr nach dem Feedback, was ihr wollt. Wollt ihr das sehen oder wollt ihr lieber Horror sehen? Also, ne? Für mich persönlich ist das halt ein super Spiel. Also ich werde es auch auf jeden Fall privat spielen, falls ihr das jetzt nicht sehen wollt. Ne? So ist es nicht. Aber ich fände es halt schön, wenn wir das zusammen spielen würden. Deswegen, wie gesagt, ich richte mich da nach euch. Die heutige Aufnahme wird deshalb ein bisschen länger und auch wahrscheinlich wird in einem Part rausgehauen, je nachdem. Und ja, deswegen, ich höre jetzt mal auf zu labern. Heute auch ohne Facecam, weil ich das, keine Ahnung, ich glaube, das ist so ein Spiel mit mehr Zwischensequenzen und ja, das ist ja so mehr so ein Adventure und ich glaube, da würde meine Facecam nur stören, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja sagen, ne, wie ihr es möchtet, keine Ahnung. Wie gesagt, ich richte mich dann nach euch. Ja, jetzt genug gelabert, 5 Minuten lang, sorry dafür, und ich würde sagen, wir fangen an mit dem allerersten Teil von Spyro, Spyro the Dragon. Viel Spaß! Oh, guck mal da unten, wie er hoppelt. Oh, ich freue mich jetzt schon. In der Welt der Drachen. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den 5 Welten. Oder sind es 6? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Oh. Ha? Da habe ich wohl einiges zu tun. Ha
Das Abenteuer beginnt. Oh mein Gott, wie habe ich es vermisst. Oh mein Gott, es sieht jetzt schon so gut aus. Oh mein Gott, sieht es gut aus. Und es sieht einfach 1:1 aus wie der erste Teil. Holy shit. Okay, um ehrlich zu sein, den allerersten Teil habe ich persönlich, also selbst, nicht gespielt. Ich habe mir dazu ein Let's Play angeguckt und es sieht einfach 1:1 so aus. Oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Oh, Sparks! Gerettet, Nestor. Okay. Uiuiui, hallo. Na? Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Upsala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich in die Optionen gehen, genau. Ich wollte schauen, ob es hier Untertitel gibt, aber ich glaube, es gibt keine. Karte. Sollen wir mal Karte einmachen? Ja, oder? Ah ja, das ist cool. Karte einmachen ist cool. Okay. Also keine Ahnung, ob meine Zuschauer das Spiel hier kennen. Jedenfalls haben wir, sind wir ein kleiner Drache, ne? Ihr seht's. Und kann ich hier nicht hoch? Oh, nein, okay. Und wir haben verschiedene Fähigkeiten und müssen hier Gegner besiegen. Mit Viereck machen wir hier so einen Hornstoß. Mit Kreis spucken wir Feuer, genau. Ja, wir können fliegen. Ne? Logischerweise. Und wir müssen die Edelsteine einsammeln. Ich werde hier versuchen, so gut es geht, 100% zu machen. Das heißt, alles, was ich einsammeln kann, einsammeln. Und, oh, wow, wow. Ich muss mich an die Steuerung erstmal gewöhnen. Das ist zu. Genau. Und halt alles versuchen zu erreichen, was ich erreichen kann. Wie ich es vermisst habe. Hey, gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Hey. Oh Gott. Ich muss mich... Entschuldigung, falls es hier ein bisschen ruckelig ist. Ich muss mich tatsächlich erst an die Steuerung gewöhnen. So. Hä? Kann ich den überhaupt töten? Die Antwort ist ja. Oh, guckt euch Spyro an, wie süß der ist. Oh, der sieht richtig... Oh. Der sieht richtig gut gemacht aus. Oh. Richtig gut. Sieht mega schön aus, das Spiel, muss ich jetzt schon sagen. Hi. Gerettet, Delbin. Wo ist Nasty Nork? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut-Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Alles klar, vielen Dank. Wusste ich auch so schon, aber gut. Nicht hier. Ach nee. Die haben das ja wirklich wie im ersten Teil gemacht. Im ersten Teil konnte man tatsächlich nämlich nicht schwimmen. Also man durfte halt das Wasser nicht berühren. In den anderen zwei Teilen konnte man dann schwimmen, tauchen, alles Mögliche. Krass, dass sie das so gemacht haben. Finde ich schon cool. Kann ich jetzt da hoch? Au. Kann ich irgendwie anders hoch? Da kriegen wir Schmetterlinge. Genau, die... füllen Sparks wieder auf, also sozusagen unser Leben. Fähigkeitspunkte erhalten, cool. Okay, ich schätze mal, wir müssen hier lang. Ich glaube, ich habe hier soweit alles gemacht, oder? Ich habe gerade gesehen, hier gibt es verschiedene... Oh Gott, die Kamerabewegung. Warte mal, kann ich mit der... Ah, guck mal hier. Artisanen 43%, Artisanenwelt. Es gibt 100 Edelsteine, 2 Drachen müssen wir noch befreien.
Okay, hier sind verschiedene Fähigkeitspunkte, die ich erlernen muss. Steinhügel, verbrenne die rosa Tulpe, Altstadt, alle Bullen stecken fest. Okay, Fähigkeitspunkte, Kunstgalerie, Fortschritt 1%. Wow! Eigentlich wollte ich... Wie bin ich denn... Hä? Ah, okay. Ich wollte eigentlich die Kamera... Wenn ich die auf aktiv stelle, ist das besser? Weil die dreht sich ein bisschen sehr krass mit. Okay, ich glaube, so ist es besser. Hier haben wir verschiedene Welten, in die wir gehen können. Aber bevor ich das mache... Oh, wie süß! Will ich erst hier mal reingehen und gucken, wo wir hier lang kommen. Oh Gott. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ich war so traurig, als gesagt worden ist, dass es doch länger dauert als September, sollte es ja ursprünglich rauskommen. Hi! Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten... Dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. In eine neue Welt fliegen. Okay, alles klar. 10 Stück. Da brauchen wir tatsächlich noch ein paar. Wir haben erst 2 Stück gerettet. Okay. Das heißt, das hier müssen wir uns mal merken, dass wir hier zurückkommen. Hier war ich noch nicht drin, ne? Tatsache. Hier ist eine Welt. Dunkles Tal. Okay. Oh, ein Leben, cool. So sieht ein Leben jetzt aus. Nice. Oder müssen wir jetzt vorher in die ganzen Welten gehen, bevor wir irgendwo anders hinkommen? Weil hier sind ja jetzt keine Drachen mehr. Da vorne sind noch... Okay, da können wir noch nicht rein. Okay. Dann waren wir hier jetzt, glaube ich, überall, oder? Warte mal. War ich hier schon? Nee, ich glaube nicht. Ah! Ha! Oh, cool. Hier ist noch eine Sache. Argus. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Verstehe. Okay. Hier sind noch die ein oder anderen Edelsteine. So. Hey! Ach ja. Sprechen. Okay. Ja, hier diese Elfe da. Die speichert, glaube ich, unseren Spielstand. Soweit ich das in Erinnerung habe. So, waren wir denn jetzt überall? Da kam ich her. Da war ich schon. Und hier gibt es nichts mehr. Warte mal. Hier? Was war hier? Hier war ich noch nicht, okay. Das ist gut, denn überall, wo Edelsteine noch liegen, war ich noch nicht. Das ist gut. Gerettet Thomas. Oder Thomas, keine Ahnung. Hey, Spyro! Drück 2-mal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach, das. Alle Drachen gefunden, cool. Hey! Okay. Also mit Doppel-X gleiten wir das, was ich jetzt gerade getan habe. Jo! Okay, es tut mir leid, aber daran muss ich mich tatsächlich erstmal wieder gewöhnen. Au! Oh. Bereit zum Installieren, Shadow of the Tomb Raider. Ja, sorry, falls ihr das jetzt gerade gesehen habt.
Komm jetzt! Oh. Es sieht gar nicht, es ist gar nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht aussieht. Ich renne überall dagegen, ey. Aber ich glaube, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dann wird das schon irgendwie funktionieren. So. Feierabend hier. Okay, mir fehlen noch 20 Edelsteine. Fehlen mir jetzt noch. Es wird richtig mies, wenn mir in jedem Level noch ein Edelstein oder so fehlt. Das wird... Oh, ich glaube, mir fehlen jetzt genau 10. Ja. Ah, guck mal, da oben. Kommen wir da jetzt... Ah, cool. Daran erinnere ich mich. Okay, hier ist eine Welt, in die wir, glaube ich, noch nicht rein können. So wie es aussah. Ja, 3 Stück. Au. Okay. Ich glaube, hier war ich jetzt überall, ne? Ja. Ja. Ah, guck mal da drüben. Die andere Plattform habe ich nicht gesehen. Okay. Au. Gott, ich überall dran rennen. Ja, macht euch ruhig lustig. Oh. Ich feiere das Spiel jetzt schon. Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Mir fehlt jetzt ein verdammter Edelstein. Ernsthaft. Oh. Der liegt irgendwo bestimmt richtig fies. Im Gras hier, dass man den nicht sieht. Okay, warte. Ich gehe nochmal überall hin. Guck nochmal. Und dann... Ich möchte halt am liebsten immer ein komplettes Level erstmal beendet haben, bevor ich in ein nächstes Portal gehe. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hier in dem Labyrinth. Und könnte gut sein, dass ich hier was übersehen habe. Hallo? Edelstein? Ein verdammter Edelstein, bitte. Oh, nein, hier will ich noch nicht rein. Oh, hört ihr das, wie er mit seinen Füßen patscht? Voll süß. Ich weiß nicht warum, ich bin komisch. Okay. Da ist er doch. 100 von 100. Wir gehen mal kurz ins Handbuch. So, 100 von 100 Edelstein und wir haben alle 4 Drachen befreit. Das heißt, wir können in eine neue Welt gehen. Wisst ihr was? Wir gehen direkt einfach mal hier voll random in den Steinhügel rein. Ich hoffe, dass es euch hier jetzt trotzdem erstmal gefällt, hier in der ersten Aufnahme. Und, ne, wie am Anfang gesagt, lasst es mich wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Mir macht es auf jeden Fall jetzt schon so mega Spaß. Das glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Mädchen. Reisen nach Steinhügel. Wir haben ganze 100 Edelsteine schon. Hui! Okay. Hi. Der Steinbock. Okay. Was gibt es hier alles? Oh. Ich will mit R1 immer ins Menü gehen, aber da macht er so eine lustige Rolle. Das finde ich voll lustig. Okay, warte. Handbuch. Steinhügel. Hier gibt es 4 Drachen. Und ein Ei. Und 200 Edelsteine. Die wir sammeln müssen. Also ist schon ein etwas größeres Level. Au! Verpiss dich! Okay. Manche Gegner können wir mit bestimmten Attacken nicht zerstören. Also hier habt ihr jetzt gerade gesehen, die Steinböcke können wir wohl mit Feuer nicht bekämpfen, sondern nur mit unserem Stoß. Bam! Okay. Macht mir das was? Okay, ich kann gar nicht rein. Alles klar.
Boom! Gib mir mal bitte ein Schaf. Ey! Oh, es tut mir fast leid, die zu verbrennen, wenn die so aussehen. Okay. Wir haben hier einige Eingänge, in denen wir reingehen können. Hä? Was? Was war da? Hä? Was? Was? Oh! Hä? Was? Oh. Was willst du denn? Verpiss dich mal. Geh mal weg da. Lass mich mal in Ruhe hier. Okay. Da haben wir noch einen Bock. Oh, habe ich den Bock gerade nicht getroffen? Ja, Tatsache. So, jetzt aber. Ich habe hier irgendwo einen so einen Strahl gesehen, wo wir nach oben kommen. Ich glaube, das war hier. War das hier? Ja. Ah, guten Tag. Gildas. Guten Tag. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Hä? Was heißt eine Aktion? Dreieck? Oder X? Oder was? Okay. Da können wir hier lang. Hä? Ach so, okay. Mit Dreieck können wir uns ein bisschen umsehen. Das habe ich gerade aus Versehen gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich möchte da runterspringen. Aber dann sterbe ich wahrscheinlich. Und verliere ein Leben. Das wollen wir nicht. Ups. Okay, hier können wir überall lang laufen. Nach Hause. Au. Ah, das ist wahrscheinlich das Ziel. Wenn wir da direkt nach Hause gehen. Aber da möchte ich noch nicht hin. Ach, du bist das! Ah, ja, da erinnere ich mich dran. Die Eierdiebe. Die sind so nervig. Vor allem, wenn du halt sowas schon ewig lange nicht mehr gespielt hast. Dann wird das echt schwer. Ach, ich habe das früher schon gehasst. Aber das ist das Ei, das wir sammeln müssen. Bam! Junge! Steine. Was ist das hier? Das... Oh, da ist eine unsichtbare Wand. Alles klar. Ich verstehe. Ah, okay. Die sollen wahrscheinlich dann die Wand zeichnen. Genau, okay. Alles klar. Ich habe verstanden. So, ich glaube, hier habe ich alles. Hä? Ach so, das war Spark. Okay. Manchmal die Töne. Okay, hier habe ich, glaube ich, alles. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ach so, da unten ist ja eine Karte, stimmt ja. War das in den vorherigen Spyro-Teilen auch schon mit Karte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oh, cool. Also diese Muscheln... Na, da gehe ich noch nicht hin. Diese Muscheln geben uns anscheinend immer extra Leben. So. Da geht's lang.
Drache, alles klar. Wir fehlen tatsächlich noch die ein oder anderen Edelsteine. Ja, Moment, Moment. Ich will erstmal die Edelsteine haben. Linda. Ohne R wäre es jetzt ein Frauenname. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst. Was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Nein. Überhaupt nicht. So, speicher mal. Danke. Ich finde, die Drachen sind auch alle sehr cool gemacht. Sie haben zwar komische Namen, aber die hatten sie im ersten Teil auch schon. Was ich mich jetzt gerade tatsächlich frage... Geht's da runter? Oh, cool. Ist, ob das die gleichen Namen sind wie in den Originalspielen? Ja, das weiß ich auch gar nicht mehr. Gaius. Oh, ist mein Süppchen. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Oh, cool, der Tattoos. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Okay, da brauche ich wohl einen Schlüssel für. Sieht so aus. Wo finde ich denn jetzt bitte einen Schlüssel? Achso, ja doch, da ging's nach Hause. Oh, Mann! Warte mal. Okay, hier war nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Loch ist, wo wir reinfliegen können. Da, dieses... Nee. Okay. Warte mal. So, uns fehlt ein Drache noch und einige Edelsteine noch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind die da, wo wir zurück nach Hause können? Alle? Das sind noch ziemlich viele. Ich glaube, es sind noch über 50 Stück. Warte. Oh nein. Orientierung, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ist nicht so... So, machen wir erstmal den. Astor. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums... zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Tschüsschen. So, mir fehlen jetzt knapp noch, wenn mein Kopf noch ein bisschen mitspielt, sind es noch 47 Edelsteine. Das ist noch verdammt viel. Und ich glaube, ich habe jetzt schon das ganze Level fertig, oder? Warte mal. Hier waren wir jetzt gerade, ne? Ich kann höchstens noch mal hochfliegen. Au! Und hier noch mal... schauen. Ah, guck mal da hinten. Da ist auf jeden Fall etwas. Okay, höchstwahrscheinlich habe ich hier irgendwas übersehen, weil das so ein großes Areal ist. Ach, guck mal da. Da auch noch. Okay. Hier? Boah, wie gemein! Wie gemein das versteckt ist. Ist da noch was? Nö. Okay. Hä? Wo war denn jetzt bitte die Kiste? Da.
Oh, wow. 40 Stück fehlen noch. Das ist echt hart. Ah, guck mal, hier fehlen noch ein paar. Aha. Gemein. Sollte ich alle Häuser noch mal absuchen. Ob da auf jeder so einer Rille irgendwie noch Edelsteine liegen. Hammer. Njung. War ich hier schon? Hm, ja, sieht so aus. Okay, dann gehe ich jetzt aber hier hin gleich. Oder ist hier gar nichts? Okay, ich glaube, hier ist gar nichts. Aber wo sollen denn die anderen Edelsteine noch sein? Weil ich war ja sonst überall, oder? Oder nicht? Hi. Okay, warte, ich gehe hier noch mal lang. Hab ich irgendwo was übersehen? Au. Hier war der andere. Hier. Da ist aber nichts mehr. Habe ich hier jetzt gerade echt so hart irgendwas übersehen? Das ist ja schon fast peinlich. Ich versteh's nicht. Warte mal. Ist hier noch was? Au. Nein. Denn diesen Cheat noch, wo man mit irgendwelchen Tasten drücken irgendwie hinkriegt, dass Sparks uns das zeigt, wo die letzten Edelsteine noch sind? Ich glaube nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal hier hin, einfach weil ich denke, dass es hier der einzige Platz ist, wo die noch sein können. Oh, ich dachte schon, ich kann da jetzt hin zu der anderen Burg da. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt gerade gesehen habt.
Hoppala. Falsche Taste schon wieder. So. Okay. 94% abgeschlossen. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Wahrscheinlich werde ich das hier auch ein bisschen wieder schneiden, falls das zu lange dauern sollte mit den Edelsteinen finden. Das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen... Ach so! Ja, warte mal, da ist doch noch die Kiste. Hier. Kriege ich den denn auf? Muss ich die... Kann ich die erst zu einem späteren Zeitpunkt aufmachen vielleicht? Weil ich habe jetzt nirgendwo irgendwie einen Schlüssel gesehen. Oder jemanden, der mir einen Schlüssel geben kann. Okay. Dann werde ich jetzt doch erstmal... Weil ich schätze mal, die restlichen Edelsteine sind da drin. Vielleicht kriege ich die... Vielleicht muss ich das X erst irgendwie freischalten. Vielleicht muss ich die Schlüssel kaufen oder so. Finde ich jetzt zwar ein bisschen blöd, aber naja. Aber das war, glaube ich, in den alten Teilen auch schon so, dass man bestimmte Sachen in einem Level erst später machen kann. Hä? Das sind wieder die... Ah, die respawnen was. Komm her! Ah, okay, wenn ich die nochmal töte und 3 Stück voll habe, kriege ich Leben. Das ist neu. Dann mehr voll habe. Okay. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Hier war eins, ne? Dunkles Tal. Das hört sich doch sehr verlockend an. Gehen wir da mal hin. Oh, das sieht sehr düster aus. Und ich glaube, nach diesem Level werde ich auch die Aufnahme beenden, denn ja, ich habe heute gearbeitet und es war sehr stressig und ich bin eigentlich sehr müde. Aber ich hatte halt einfach so Lust auf Spyro, das ist das Problem. So, lass mich hier erstmal wieder. Lass mich hier erstmal gucken, was wir hier finden müssen. 3 Drachen und 100 Edelsteine. Naja, das ist ja in Ordnung. Das geht ja. So eine Fleischkeule. Oh, ist aber schön gemacht hier. Ist gar nicht so düster, wie ich es mir vorgestellt habe. Also da habt ihr jetzt gerade gesehen, der hatte ein Schild und dagegen konnte mein Feuer jetzt nichts ausrichten. Ne? Da ist ja schon wieder so eine Kiste. Wir kriegen bestimmt von irgendeinem Drachen die Fähigkeit, dass wir die aufmachen können. Bam! Jungs. Alban. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ach nee. Was du nicht sagst. Das habe ich ja überhaupt gar nicht gemerkt. Bam. Oh, shit. Au. Tut mir leid. Frosch. Sehr süßer Frosch. Ich muss das tun. Ich konnte nicht anders. Was ist das? Muss ich das machen? Trophäe erhalten. Oh cool, entfache mein Feuer. Nice. Au! Ah, so viel auf einmal. Thank you.
Du bist echt scheiße. Die riesigen da gefallen mir nicht. Die gefallen mir absolut nicht. Es tut mir leid, ich muss. Okay, da hinten ist ein Drache. Da geht's aber auch gleich, glaube ich, schon zurück nach Hause, ne? Ja. Ich guck erstmal nochmal. Okay, warte. Das habe ich auch gesehen, da drüben. Ah, nein. Ah. Also, dass ich hier so oft Leben kriege, finde ich eigentlich ganz cool. Schon? Nee. Alter! Gott, hat er mich erschreckt. Was ist los da? Ah. Knapp. Das war sehr, sehr knapp. Sehr viele Edelsteine. Da ist Wasser. Das finde ich nicht cool. Ach, guck mal einer an. Also müssen wir die Schlüssel doch irgendwo im Level finden. Okay, das wusste ich nicht. Dann gehen wir auch nochmal in das andere Level zurück. Weil da muss ja da irgendwo auch ein Schlüssel sein. Alles klar. Oswin. Soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh Mann, wie süß Spyro einfach ist. Der ist echt cute. Okay, hier habe ich, glaube ich, alles. So, jetzt müsste ich nur noch mal wissen, wo waren diese Truhe hier in dem Level mit dem Schlüssel. Ich weiß es gerade gar nicht. Glaube ich, relativ weit am Anfang, ne? Irgendwo. Oder? Hier ist der Anfang, ne? Ja. Okay, warte mal. Da! Juhu! Sind jetzt auch welche runtergefallen? Nee. Ich glaube, uns fehlt jetzt noch ein Drache und der ist am Ende, ne? Ja. Und 6 Edelsteine, das könnte hier sein, am Schluss. Ja. Boah, weh, mir fehlt jetzt wieder ein oder zwei Edelsteine. Darius, dann rast dich aus. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Ach nee. Wirklich. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja! Level geschafft! Oh. 100% des Levels abgeschlossen. Ja. Genau. Da fehlen uns jetzt die Edelsteine noch. Ja, ich glaube, das machen wir noch schnell, oder? Dass wir das Level auch fertig kriegen. Aber wo zum Teufel war dieser Schlüssel in dem Level? Ich habe da keinen Schlüssel gesehen. Oder war ich echt so blind? Ich hoffe, ich krieg das hier in eine komplette Aufnahme rein. Manchmal, ich weiß nicht warum, aber manchmal will mein Schnittprogramm längere Folgen einfach nicht schneiden. Oder halt importieren und ja, bearbeiten. Ich weiß nicht warum.
Jo, bleib mal da. Gib mir mal so eine Kugel noch. So, nochmal in den Steinhügel und gucken, ob wir irgendwo diese Schlüssel sehen. Dass wir wenigstens diese Aufnahme mit 100% beenden können, mit den ersten drei Leveln. Oh, ihr seht das gerade nicht, aber ich muss mich gerade so strecken. Reisen nach Steinhügel. Okay. So. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Warte. Was? Nee, sah nur so aus. Lass mich in Ruhe, geh weg. Hier? Nein, hier habe ich alles geholt. Aua! Ich gehe jetzt überall noch mal rein, wo ich rein kann. Was jetzt echt irgendwie ein bisschen fies wäre, wäre, wenn der Schlüssel irgendwo auf diesem Riesenareal wäre. Ich geh mal hier lang. Au. Ich glaube, der kann tatsächlich nur irgendwo da oben sein. Also, das Level ist ja eigentlich relativ klein. Au! Das finde ich aber tatsächlich richtig fies, dass sie hier irgendwo den Schlüssel versteckt haben. Vielleicht hier irgendwo... Hast du jetzt noch einen Schlüssel für mich? Hoffentlich nicht. Ernsthaft? Hat der irgendwas in der Hand? Ich sehe es gerade nicht, ich kann es nicht erkennen. Au! Lach nicht so blöd! Du Penner! Noch nee, okay, der hat nur so eine Kugel.
nochmal. Au. Ich bin gerade tatsächlich jetzt schon. Super, das kann ja richtig lustig werden. Okay, kann ich vielleicht mir irgendwie Hilfe holen oder so? Weil das ist ja jetzt hier echt kacke, dass ich hier so rumirren muss. Ich habe keinen Plan, wo dieser Schlüssel ist. Boah, mir ist gerade echt warm. Das trägt gerade nicht gerade zu bei. Wo ist dieser verkackte Schlüssel? Hä? Würden die echt so gemein sein und den irgendwo da oben hin tun? Sind die echt so fies? Sparks, kannst du mir irgendwie helfen? Sparks! Bitte! Oh mein Gott. Okay, warte mal. Ach nee. Hier ist eine geheime Höhle. Wie gemein ist das denn? Das hätte ich überhaupt nicht gesehen. Da ist eine Höhle noch. Guckt euch das mal an. Ja, das habe ich jetzt nämlich gerade auch auf der Karte gesehen. Dieser kleine Kreis da oben. Da hab ich gedacht, hä? War ich da schon? Ja, okay. Also, wir merken uns, die Schlüssel sind irgendwo versteckt auf der Karte. Wir können sie nicht kaufen oder so. Ah, okay. Au. Das wird wahrscheinlich geschnitten kommen. Höchstwahrscheinlich. Okay, das sind hoffentlich auch die letzten Edelsteine. Oh, Gott sei Dank. Oh, es tut so gut. 100% des Levels abgeschlossen. Yay! Okay, dann... Nichts wie nach Hause. Ja. Und damit werde ich diese Aufnahme jetzt erstmal für heute beenden. Ja. Auch wenn es jetzt nicht so wirklich normalerweise euer Fall ist, hoffe ich für diejenigen, die sich das jetzt angeschaut haben bis zum Schluss, dass es euch trotz dessen gefallen hat.
Und ja, lasst es mich doch gerne irgendwie wissen, ob in den Kommentaren oder Twitter oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ob ihr das hier noch weiter mit mir verfolgen möchtet oder entsprechend halt auch nicht, wie ihr möchtet. Wie gesagt, ich richte mich da nach euch und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Guck mal, oh, ist der nicht süß? Oh, ach Mann, der ist so cute. Ja, ich würde dann sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns entweder in der nächsten Aufnahme von Spyro wieder oder spätestens dann in irgendeinem anderen Let's Play. In diesem Sinne, bis dahin, bye bye.